Hallo Leute und herzlich willkommen zu Slender, die 8 Pages. Wahrscheinlich kennen das Spiel viele. Ich habe es tatsächlich, ich muss sagen, ich spiele das gerade zum ersten Mal. Und ich habe hier, wie es man auch schon im Thumbnail und im Titel sieht, man hört es wahrscheinlich auch schon. Oh, Klammern. Yippie-hai, wie sagt man das? Yippie-yay. Klammerei. Wie gesagt, wieder, oh Gott. Wie gesagt, wieder mal Klammern und die... Keine. Die sind halt. Ich hoffe, die machen nicht so weh wie sonst, aber doch. Und wie gesagt, ich hoffe, die sind nicht so krass jetzt hier und ja doch, tut schon recht weh. Jedes Mal, wenn wir den Slender sehen, ja, dann wird uns eine Klammer in die Fresse gesteckt. Ich würde sagen, ja, Start Game, oder? Okay, wir hören Schritte. Wahrscheinlich bei uns. Das Intro geht echt lange, ne? Slender. Die 8 Pages. Das ist das Spiel. So, das für ein Sound, ey. Mit F können wir Flashlight an- und ausmachen. Boah, die Sanity ist schon echt hoch. Warte mal, ich muss die ganz kurz umstellen. Ach nee, zum Glück habe ich einen Button auf der Maus. So, genau hier, Magic Button sozusagen. Der ist ein bisschen, der macht das Ganze ein bisschen langsamer. Wir können sprinten. Wir können rumschauen, wir können das Licht ausmachen, wir können es anmachen und mehr muss man, glaube ich, nicht wissen, oder? Kann man zoomen? Ich glaube, man kann zoomen. Genau, mit E. Und mit Q raus. Ich weiß leider auch nicht, also ich weiß, dass man Seiten finden muss, aber ich weiß leider auch nicht genau, wo das die sind. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, wie die Map aussieht. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir hier einfach mal so ein bisschen drauf loslaufen ohne Plan. Aber es scheint so, als hätten wir hier was gefunden. Dieser Baum sieht etwas suspicious aus, tatsächlich. So mitten in der Wiese. Da sieh mal, einer guckt. Follows. Okay. Richtig. Nicht aufheben? Hm? Wie kann ich dich denn aufheben? Ah so, okay. Jetzt geht es richtig los und ich denke mal, ein paar Leute kennen von euch oder eigentlich die meisten kennen Slender. Man darf sich nie umdrehen, weil er meistens hinter einem steht. Und das machen wir auch nicht. Ganz strikt, weil dann sehen wir ihn auch nicht und dann bekommen wir auch keinen... Ja, ein Jumpscare ist es ja nicht, aber so ein... Werden wir auf jeden Fall nicht gesehen. Ich weiß aber... Oh, da ist der Map gerade perfekt. Ich weiß auch gar nicht, sollen wir ein bisschen mehr Stimmung reinbringen, oder? Oder sei denn mehr so, ja, lustig. Hier ist auch der Maprand. Hä, ist die Map so klein? Auf jeden Fall, oh. Irgendwo war er. Aber ich weiß leider nicht, wo. Aber ich habe ihn nicht gesehen, also, ja, deswegen. Theoretisch könnte man zwar sagen, ja, wenn der Screen flackert, war er ja da. Und dann müsste ich mir eigentlich eine Klammer in die Fresse boxen, aller. Und das machen wir jetzt einfach, aller. Ich fange mal... mit einem an, das ist vielleicht nicht so... Ich weiß nicht, ob die so hart ist. Wir haben ja letztens mal bei den Ohren angefangen. Ich denke, das war eine ganz gute Taktik. Weil das tut, ja, mäßig weh. Das geht relativ klar. Nur gerade so oben am Ohr, nur so gerade das kleinste Ding. Kommt ja eigentlich nur dieses Herzklopfen-Laut-Sound-Ding? Oder gibt es da auch noch irgendwie andere so Musik oder so? Ist ein bisschen eintönig. Deswegen haben wir ja Hintergrundmusik. Und ich würde sagen, dass wir eigentlich das Ganze trotzdem eher atmosphärisch machen und dann immer, wenn es irgendwie dazu kommt. Also, das ist irgendwie etwas. Hier ist schon wieder der Maprand. Also, zum Beispiel wie jetzt, dass es dann trotzdem irgendwie mit lustiger Musik ist und so. Ich weiß nicht, ob es lustige Musik jetzt gerade war, aber irgendwie so. Ansonsten sind wir jetzt, habe ich hier wieder voll im Film, voll in Action. Und ich glaube, das ist auch für euch ein bisschen spannender und auch für mich ein bisschen furchteinflößender, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich finde irgendwie nichts. Also. Oh Leute, man sieht fast nichts mehr. Das Licht wird irgendwie schwächer. Also ich weiß nicht, ob das Licht... Ich dachte gerade, ich habe ihn gesehen, aber es war nur ein Baum. Ich weiß nicht, ob... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das Licht schwächer wird oder was das ist, aber irgendwie sehe ich nicht mehr so viel. Wenn mit Taschenlampe aus, sieht man halt einfach gar nichts mehr. Hier ist schon wieder der Maprand. Hä? Also irgendwie... Oh, entweder laufe ich die ganze Zeit so komplett beschissen und... Also ich finde halt nichts. Aber er ist auch nicht hinter mir, ne? Das ist relativ gut. Aber, hä, wo sind die? Wir müssen 8 Seiten finden oder so. Wir haben eine gefunden und ich finde einfach irgendwie gar nichts mehr. Alter, man sieht aber auch so wenig. Gerade wenn ich diese Lichter nicht hätte, ich würde so viel mehr sehen. Aber deswegen, das braucht ihr halt, weil sonst bin ich nicht zu sehen. Oder nicht gut und das wollen wir ja auch nicht. Aber es ist halt immer so, bei dunklen Spielen ist es immer so ein bisschen kritisch. Mir ist einfach schon wieder der Maprand. Hä? Bin ich so lost? Gibt es eigentlich eine Map? Nee, schon. Wäre auch ein bisschen zu easy.
Wow, wow, wow. Alter, mein Herz. Was war denn jetzt los? Alter. Oh mein Gott. Plötzlich einfach dumm. Wow. Wo war der? Ich check's gar nicht, ey. Was ist das denn? Digga. Also er ist hinter uns wieder. Aber, boah, voila. Ist nicht hier vielleicht, oder? Boah, Alter. Okay, das tut auch gut weh, aber... Oh, vor allem, wenn es abrutscht. Oh, wow. Unterstützen, wenn ihr meine Videos guckt. Oh nein!